Willkommen im Etihad Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Die Kommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Manchester City gegen Dinamo Zagreb. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Ruben Dias spielt mit John Stones in der Abwehr. Rodrigo Hernandez, er zieht ab. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Die Reaktion von City, die muss jetzt kommen. Rückstand. Rodrigo. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Phil Foden. Das macht er sehr gut. Den spielt er. Da haben sie die Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Balleroberung. Er zieht vorbei. Sieht gut aus. Man City ist wieder da. Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Wir schauen uns 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ganz energischer Einsatz. Viel Übersicht bei diesem Pass. Chance zur Führung. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Da wollte sie weiterlaufen lassen, entscheidet jetzt aber auf Freistoß. Ruben Dias. Ball bei Haaland. Foden. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Gute Aktion. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Die Situation wird erstmal geklärt. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. In dieser Form kann er nicht helfen. Der zweite Abschnitt kann beginnen im Etihad Stadium. Legen wir los. Chance zur Führung. Und dann bringt dieser Angriff doch nichts ein. Kovacic. Foden. Erstmal Ballverlust.
Könnte die Führung werden. Tor! Da ist es! Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Die er vermeiden wollte. Jetzt wird es richtig schwierig nach dem Rückstand und er muss reagieren. Rodri. Er ist Foden. Stones. Alvarez. Relish. Immer noch mit dem Ball. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Jetzt ist Platz für den Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Kluges Zuspiel. Sie können es machen. Alvarez. Foden. Kai Walker. Ball kommt rein. Das muss der Ausgleich sein. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Haaland. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Könnte der Ausgleich sein. Der Ausgleich. Nicht zu glauben. Sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Alles wieder offen hier. 2-2. Josip Mišić. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. 1 Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Guter Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger.